B1.6. Begründen Sie rechnerisch, dass der Flächeninhalt A der Rauten A in B in C in D in stets kleiner als 7 Flächeneinheiten ist. Ja, man kann jetzt eigentlich mehrere Wege gehen. Hier wäre es zum Beispiel möglich, sich zu überlegen, wie berechne ich überhaupt den Flächeninhalt von den Rauten A in B in C in D in. Also suchen wir mal die Flächenformel, die sagt A, Fläche ist gleich 0,5 mal E mal F. E und F sind die Diagonalen, also AN CN ist die Diagonale mal BN DN, zweite Diagonale. Setzen wir ein, was wir dafür haben, 0,5 mal. Die AN CN haben wir in der 1.4 schon berechnet. Die nehmen wir jetzt einfach her, 0,5x² plus 5,5x minus 9. Und die BNDN wissen wir aus der 1.2, die ist immer zwei Längeneinheiten lang, also mal 2. Jetzt geht es ziemlich einfach, 0,5 mal 2 sind 1 und 1 mal irgendwas ist immer dieses irgendwas, also 0,5x² plus 5,5x minus 9. So, jetzt überlegen wir uns einfach, wann könnte dieser Flächeninhalt, also was ist der maximale Wert dieses Flächeninhalts, den können wir eigentlich berechnen. Und zwar, mein Tipp, dass man hier wieder tatsächlich den Taschenrechner als Stärke einsetzen muss, weil er den maximalen Flächeninhalt oder maximale Werte von quadratischen Termen sofort ausgeben kann. Ja, sonst müssen wir jetzt nochmal in die Scheitelform umformen und er würde auch gehen mit entsprechenden Formeln. Aber der Taschenrechner ist hier tatsächlich noch eine Spur schneller und eleganter. Also, wir nehmen diese Formeln, minus 0,5x² plus 5,5x. Je nach Taschenrechner sieht es jetzt natürlich anders aus. Aktivieren die Taschenrechnerfunktion und suchen hier natürlich das Maximum raus. Und jetzt gibt der Taschenrechner gleich einen Wert aus, nämlich der sagt einmal x ist 5,5 und y sind 6,13. Und jetzt haben wir eigentlich schon die Lösung dastehen. Nämlich das, was er bei y ausgibt, ist nichts anderes als der Maximalwert. Und da wir hier an die Flächenformel benutzt haben, ja, ich habe mir jetzt die Fläche ausgerechnet, heißt das jetzt nichts anderes, als dass dieser Term der maximale Flächeninhalt ist. Daraus folgt, 6,13 ist immer kleiner als 7 Flächeneinheiten und damit ja, haben wir eigentlich schon nachgewiesen, dass es Rauten gibt, die maximal 6,13 Flächeneinheiten groß werden können und nicht mehr größer sein können.